Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Es ist gerade 6.40 Uhr, wir wollten eigentlich schon um 6.30 Uhr hier sein. Hat nicht ganz geklappt, wir konnten heute Morgen nicht so gut aufstehen. Es geht nämlich aufs Turnier und ich werde jetzt erstmal den Anhänger ankuppeln und dann geht's los. Und ich kann so ins Bett einfach wieder fallen, ich bin so müde. Ich glaube, es wird heute richtig super. Mein Papa kommt auch zum Zuschauen. Ich bin ein bisschen aufgeregt, er war halt noch nie dabei. Ich habe ein bisschen Angst, vor allen Dingen, weil das erste Turnier ist nach der ganzen Pause mit Gollum. Aber das wird schon. Sehr gut. Oh, da kommt immer so eine Wasserfurche. Oh, auf Wurscht bestellt, den Wasserfall. Was reitest du heute überhaupt? Ich reite heute einfach mit Gollum das A1 Sterne. Springen natürlich. Und mit Barnes reite ich das auch das gleiche. Genau, und dann habe ich noch überlegt, vielleicht noch ein Turnier nachzunennen. Also eine Prüfung nachzunennen, meine ich. Aber da bin ich mir noch nicht sicher. Ich schaue einfach mal, wie die Runde ist mit Gollum. Da hinten ist schon Clara, sie geht heute auch aufs Turnier. Kommt sie aufs gleiche Turnier? Ja, genau. Da sind heute so viele viel Leute. Los. Das wird so cool. So, dann können wir los. Hella, was ist mit der Abreißleine? Ja. Wir sind angekommen. Das war auch ein sehr weiter Weg. 10 Meter später. Ich hoffe mal, dass du Gollum schon gut vorbereitet hast, damit jetzt alles ganz schnell geht. Ja, ich habe ihn schon eingeflochten oder eher gesagt, Clara hat das irgendwie halb gemacht, weil sie wollte das unbedingt machen. Hallo Gollum! Ja, wo ist dein Futter? Das ist ja fies. Dein Kraftfutter kriegt er einfach auf dem Anhänger, habe ich mir noch überlegt. Wow, er ist ja schon komplett ready. Aber es geht halt voll, also so dreckig ist er jetzt nicht. Wow, die sehen sogar richtig gut aus, mal so richtig eng geflochten. Ja, das hat Clara ja auch gemacht. Ja, jetzt muss ich nur noch putzen, weil hier ist er dreckig. Oh, ich habe schon gestern mit ihm gesprochen und habe gesagt, heute muss er einmal gut sein. Als wenn er einmal das versteht. Rein. Und er hat mir geantwortet und meinte so, ja, er gibt sich Mühe. Ja, ja. Guten Morgen. Moin. Morgen. Morgen. Hi. Guten Morgen. Seid ihr alle wach? Nein. Hör auf. Leute, es wird jetzt sogar langsam schon hell. Wir tun jetzt die Sachen in den Anhänger. So. Der Helm, Gurt habe ich. Mein Zauberstab, der wird mir heute mal wieder Glück bringen. Und jetzt kommt noch mein Vorderzeug. Wir holen jetzt Tassia ab, die steht ja ein Stall weiter. Und da fahren wir jetzt kurz hin, das dauert wirklich nur 3 Minuten. Holen sie eben ab, tun ihre Sachen rein, kommen noch mal wieder. In der Zeit frisst Gollum jetzt hier noch ein bisschen. Und dann können wir los. Guten Morgen. Hallo Barnes. So ein bisschen Stroh mitgenommen. Deine Zöpfe sind ja alle offen, Mensch. Was hast du gemacht heute Nacht? Muckis! Boah, sehr gut. Let's go! Let's go! Wow, Hella fährt heute selber zum Turnier. Alle Ampeln sind grün. Ich kann hier so durchfahren. Noch geiler, also. Green! Wow! And I see fire! Burning the trees! Noch eine grüne Ampel! Wir sind da! Woo, angekommen! Heute ist das Turnier in der Halle. Ist eigentlich auch ganz gut, weil es regnet. Aber draußen müssen wir leider abspringen. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber was soll man machen? Unsere Nachbarn sind auch da. Ich bin gerade auch schon den Parcours abgegangen und habe jetzt auch noch mit Barnes nachgenannt und bin jetzt erste und letzte Starterin von dieser Prüfung. Allererste heute. Ja. Du bist die allererste ich Starterin bin ein des Tages. Aufgeregt. Oh mein Gott. Aber wenigstens sind da noch nicht so viele Leute auf dem Abreiteplatz. Mit Gollum starte ich nämlich als erstes. Herzlich willkommen, Gollum. Alter Mann! Er hat zu viel Kraft. Bitteschön. Natürlich habe ich ihn als allererstes aufgewärmt und hier habe ich einen Galoppwechsel gemacht. Das hat er einfach an dem Tag so gut gemacht allgemein, dass er sich momentan so schön reiten. Und das habe ich natürlich auch fürs Turnier super ausgenutzt. Hier habe ich dann natürlich schon die ersten Sprünge gemacht. Und er war einfach so fein und so einfach
so ein richtig schönes Reitgefühl hat er mir gegeben. Hier sind wir über den Oxer, da sind wir ein bisschen dicht gekommen, aber überhaupt nicht schlimm. Und dann ging es auch schon los und ich war echt ein bisschen aufgeregt. Wir waren bereits in 486 Gollum, ein 15-jähriges Halloween-Aufpferd vom Golden Spirit aus einer feiner Sternenmutter und Hella Sophia Gabbard. Also sobald ich dann in die Halle gehe, mir den Parcours noch einmal anschaue, mir noch alles einmal so verinnerlicht habe, dann geht's auch mit der Aufregung. Hier bin ich dann schon über den ersten Sprung gekommen. Ein bisschen dicht, aber immer noch völlig in Ordnung. Hier hat er so ein bisschen an den Rand geschaut und deshalb bin ich lieber mal sitzen geblieben, damit er da dann auch schön rüberspringt. Und da sind wir auch schön im Fluss dann hingekommen. Zu Sprung 3 hat er ein bisschen gezögert, hatte ich das Gefühl, aber ist ja auch so drüber gesprungen. Dann hatten wir echt einen guten Zug nach vorne. Bei 4 hatte ich echt Angst, dass er da nicht rüberspringt, weil das ja so eine Welle war, aber hat er echt einwandfrei gemacht. Wir hatten einfach die ganze Zeit so ein schönes Grundtempo. Hier sind wir leider zu dicht gekommen, was echt auf meine Kappe geht und er deshalb leider dann die Stange gerissen hat. Hier der In-Out, wollte ich schon sagen. Die Distanz war echt richtig gut. Da sind wir passend rein, passend raus. Bin ich mega zufrieden mit. Und ach, man konnte ihn echt richtig gut reiten und wir sind eigentlich überall super passend hingekommen. Ich fand es eine richtig schöne Runde. Hier war ich noch einmal kurz im leichten Sitz und 8 war auch wieder total passend. Und dann waren wir ready und ich habe mich so gefreut, dass es einfach so gut geklappt hat und wir haben so eine gute Grundnote bekommen. Für die 486 Gollum und Hella Sophia Gabbard Grundnote 7,8. Ich mache die Sachen jetzt eben ab und dann stelle ich ihn rein. Und dann machen wir Barney fertig und mit dem gehe ich nochmal genau das gleiche. Und reitest du mit Gollum noch eine Prüfung? Vielleicht schon, das wäre jetzt so eine ganz spontane Aktion. Wahrscheinlich reite ich noch das A2 Sterne, weil jetzt war ja schon einmal in der Halle drin. Und mein Vater war nicht da und das finde ich echt scheiße, wenn er mich nie sieht, wenn ich mal reite. Deshalb rufe ich den jetzt erstmal an und sage, ich war schon dran. Und vielleicht kriegt er ein schlechtes Gewissen und kommt dann für die zweite Prüfung. So, kannst raus. So, braves Pferdchen. Ja, Barnes, bist du ready? Bist du bereit? Ich glaube, er ist bereit geboren. Der ist so stehen geblieben. Ja, ihn juckt halt gar nichts. Was ist mit deinen Zähnen los? Du hast ihn da gerade so hingelegt. Ja, aber er lässt seine Lippen einfach so. Er lächelt. Barnes freut sich des Todes. Endlich ist er dran, denkt er sich. 1, 2, 3. Okay, gib mir dein Bein. Okay, 1, 2, 3. Kann jemand die Tür noch bei Gollum zumachen vorne, bevor ihn jemand klaut? Dann habe ich Barnes auch schon aufgewärmt. Hier sind wir dann auch schon über die ersten Sprünge gekommen, hier über so ein kleines Kreuz. Aber ich habe auch echt nicht so viel gemacht mit ihm. Hier habe ich noch einen Galoppwechsel gemacht, der hat auch super funktioniert. Einfach damit er nicht im Parcours dann erstmal durchpariert zum Trab und dann wieder neu angaloppiert, weil irgendwie mag ich das immer gar nicht. Ich möchte dann einfach in diesem Fluss drin bleiben. Hier habe ich dann nochmal ein bisschen leichten Sitz gemacht und das war dann auch schon der letzte Sprung, bevor es losging. Jetzt geht's los. Ich bin echt dran, kann Barnes heute nicht reiten, bin ich ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wann ich ihn schon reiten konnte. Er ist mein Turnierpferd, ich reite ihn nur auf Turnier. Und deshalb kann ich ihn nicht reiten. Dann ging es auch schon los mit Barnes. Hier habe ich gegrüßt und bin angaloppiert und da ist er auch dann direkt angaloppiert. Bin ich sehr, sehr zufrieden mit und ich hatte wirklich an diesem Tag das Gefühl, ich kann ihn nicht richtig reiten. Hier könnte ich mir erstmal nicht entscheiden, ob ich gleich einen Sitz machen soll oder ob ich mich reinsetzen soll. Ich bin dann aber lieber mal bei ihm geblieben. Ich setze mich erst, also ich gehe erst in leichten Sitz, wenn ich die wirklich so bei mir habe und das ist immer relativ schwierig in so einem Parcours, wo man gerade erst neu in die Halle reingekommen ist. Zu 3 habe ich ein bisschen hingetrieben, sind wir dann auch super passend hingekommen. 4 hat auch super funktioniert, wieder die Linie. Dann hier zu 5 bin ich mal wieder ein bisschen zu dicht gekommen, aber zum Glück hat Barnes keine Stange gerissen. Das war einfach die gleiche Linie wie vorhin mit Gollum. Hat einfach dann nicht so gut gepasst. Hier sind wir aber auch wieder super rein, super raus gekommen aus der Kombination. Da bin ich sehr zufrieden mit. Die Zügel hatte ich leider einfach irgendwie echt viel zu lang. Mir kommt das immer gar nicht so vor mit Barnes. Aber er hat auch einen längeren Hals und keine Ahnung, zu 8 bin ich dann nochmal ein bisschen dicht gekommen. Ich habe ihn dann noch gelobt und bin trotzdem sehr zufrieden. Hella, du bist platziert mit Gollum. Leute, ich freue mich so sehr. Vor allen Dingen, weil wir noch eine Stange ab hatten. Wir hatten einfach so eine geile Grundnote.
was ist das schon wieder? Er läuft einfach wie eine Sahneschnitte. Jetzt aber mit Barnes war es auch richtig gut. Also er hat jetzt eine 7,0. Ja, das ist ja auch gut. Und auch keine Stange oder so. Aber ich konnte ihn heute nicht so gut reiten, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und deshalb, ja, war es manchmal ein bisschen fail. Manchmal ist er sehr groß gesprungen. Dann andere Male wieder sehr dicht. Und ach, der letzte war richtig dicht. Ich dachte mir so, braves Pferd, dass er keine Stange gerissen hat. Jetzt musst du aber mit Barnes reinreiten, um die Schleife abzuholen. Jetzt sieht das so aus, als würde Barnes gewinnen. Platz 4 mit Wert 7,3 für die 486 Dollar. Genau, Sophia Gabber, Fettenfahrtschule Oldenburg. 5, 2, 5, 4, 4, 4. Es war richtig gut. Ich war doch jetzt einfach Vierter mit Gollum. Also ich bin einfach begeistert. Und mit Barnes, glaube ich, war ich dann eine raus, weil ab 7,1 haben die gewertet. Ja. Ich hatte eine 7,0. Also auch richtig schicke gut. Schleife. Beide Pferde sind heute top. Und gleich nehmen wir nochmal das A, 2 Sterne. Und freue mich auch schon drauf. Yes. Naja. Ich bin naked. Mach mich auf. Ich filme. Nein, Leute, ich filme. Warum bist du? Was ist mit Gollum? Ist Gollum verstört? Tassi hat sich gerade angezogen auf dem Anhänger, im Anhänger. Und Gollum durfte zugucken. Jetzt geht's in die nächste Runde. Ah, 2 Sterne. Zu der Prüfung ist dann auch unser Trainer gekommen. Und das hat Tassi und mir, glaube ich, echt geholfen. Er ist nämlich mit uns den Parcours abgegangen. Und dann bin ich dann hier auch schon abgesprungen. Gollum ist einfach momentan so fein zu reiten. Das ist echt ein ganz anderes Gefühl noch als mit Barnes. Aber Barney bin ich ja jetzt auch nur auf den Turnieren immer gesprungen. Und dafür bin ich echt begeistert von der Leistung von Barnes. Das war ja auch echt super. Mit Gollum natürlich ist es was anderes. Er ist ja auch mein Pferd. Und da kann ich ihn einfach viel, viel besser reiten. Hier sind wir über den Oxer gekommen. Ein bisschen dicht, aber auf dem Abreiteplatz finde ich das einfach gar nicht mal so schlecht, damit die dann einmal ein bisschen die Beine anziehen. Und hier bin ich dann natürlich noch einmal passend rübergekommen. Und dann ging es auch schon los in die Halle. Hier wurde von zwei Perspektiven gefilmt. Hier sind wir dann als allererstes über den gelben gekommen. Das ist natürlich jetzt dann noch ein anderer Parcours. Und da sind wir ein bisschen weit, aber war völlig in Ordnung. Hier kommt jetzt die andere Perspektive. Da sind wir super passend hingekommen. Allgemein, da habe ich ein bisschen geschoben nach vorne. Hatte ja auch schönen Zug drauf und ist da echt richtig toll hingekommen. Das war übrigens ein Zeitspringen. Naja, da sind wir irgendwie nicht so die engen Wege geritten. Aber weil wir allgemein nicht so oft bisher in A2 Sterne gegangen sind, war es mir erstmal wichtig, dass wir über alle Sprünge erstmal so drüber kommen. Und hier, richtig komisch, bin ich, glaube ich, nicht genügend bei Gollum geblieben. Und dann ist er einfach angehalten. Das war natürlich super ärgerlich, aber da dachte ich mir dann auch, ich reite jetzt einfach die längeren Wege. Das hat ja jetzt auch keinen Sinn, dann ihn irgendwie noch da um die Kurven zu ziehen, wenn man jetzt eh schon, also das Pferd ist ja eh schon angehalten, also haben wir eh Zeitfehler und dann wollte ich die Runde einfach nur noch toll beenden und ich muss sagen, Nummer 8 war schon relativ hoch, da sind wir auch toll hingekommen und Nummer 9 wurde von diesem Handy leider nicht mehr aufgenommen, also switche ich wieder zurück und da sind wir nochmal passend, super passend hingekommen, dann waren wir fertig und ich war richtig zufrieden damit, Gollum hat das echt toll gemacht. Ganz ehrlich, du bist spitze geritten. Ja, habe ich jetzt nicht verstanden. Ja. Aber du hast damit gerechnet, wenn du schon hopp geschrien hast. Ja. Ja. Aber du hast nichts falsch gemacht. Also das fand ich sehr, sehr gut geritten, auch zum Schluss wieder. Schade, top geritten bis dahin. Danke. Sehr ärgerlich. Ja. Oh Mann. Einmal stehen geblieben, aber sonst sah es gut aus. Ich habe so mitgefiebert. Manu. Wie war's? Es war gut. Gollum hat sich mal wieder richtig viel Mühe gegeben, aber er ist leider einmal stehen geblieben. Das war richtig ärgerlich. Aber ansonsten bin ich echt richtig zufrieden und das war echt gut so fürs erste Turnier nach voll der langen Zeit. Von außen sah es auch richtig gut aus. Danke. Und meine Eltern waren mal dabei. Auch und wenn haben ich keine Ahnung habe. Schön. Aber ja, deine Eltern fanden es auch gut. Sie waren stolz, sehr stolz auf dich. Sehr stolz. Es war echt anspruchsvoll gebaut, muss ich sagen, und auch sehr hoch. Aber er hat echt einen guten Sprung gemacht. Ärgerlich mit dem einen stehen bleiben und die Zeit war dann halt einfach viel zu. Das war halt ein Zeitspringen und es hat dann nicht mehr gereicht mit der Zeit. Dummes. Wie geht denn deine Turniersaison jetzt weiter? Nennst du jetzt noch mehr Turniere? Ja! Der Turniertrottel macht sehr gute Arbeit, das muss ich mal sagen. Ganz welche super. Wertnote bekommt der Turniertrottel der heute? Der kriegt eine 10,0. Das ist die beste Note, die nie verteilt wird, aber. Und Gollum kriegt heute von dir eine. Der kriegt erstmal eine Möhre, ja, die habe ich auch noch dabei. Kannst du das einmal nehmen? Er läuft weg. Er knutscht. Die Pferde haben her. Oh, er will. Hilfe! Und für Barney.
hier. Ja. Mmh. Schmecko. Gut wart ihr. Hier ist Toms Belohnung. Tom! Nein! Das ist meine Belohnung. Waren die eigentlich schon so im Mund? Ja, hier gefressen. Danke, Lisa, dass du dabei warst. Du bist so ein guter Turniermann. Sehr gerne. Hallo, Senior. Turnier-Senior. Mach zu, die Kiste. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin total stolz auf Gollum. Der hat das richtig gut gemacht heute. So kann es auf jeden Fall weitergehen. Und wir sind fleißig auf jeden Fall am Trainieren. Und dann irgendwann werden die Steher auch weniger. Hier, bist du noch eine Möhre? Genau, und mit Barnes warten wir jetzt einfach nochmal. Vielleicht schafft er es sogar in die Platzierung. Das wäre mega cool. Und ja, wir sehen uns, würde ich sagen, nächste Woche wieder. Und bis dahin, gesund bleiben und tschüssi. Tschüss. 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 Tschüss.